willst feste Wadeln? In meiner Familie haben alle feste Wadeln. Mein Vater hat feste Wadeln, meine Brüder haben feste Wadeln, sogar meine Oma hat feste Wadeln. Und so trainieren wir die. Mach so viele Wiederholungen, wie du kannst, auf einem Haxen und dann mach die gleiche Anzahl am anderen Haxen. Für mich sind das zwischen 80 und 90 Wiederholungen. Und zwischen Sätzen gibt es keine Pausen. Wechsel einfach zwischen linken und rechten Fuß ab und mach jeden zweiten Satz 10 Wiederholungen weniger. Das sind 3 Sätze pro Haxen, insgesamt 6 Sätze. Und die richtige Geschwindigkeit ist auch wichtig, weil der Fuß sollte sich ungefähr so schnell bewegen. Was glaubst du, kannst jetzt eine Pause machen? Hast dich auch getäuscht. Du hast 30 Sekunden bis zur nächsten Übung, das heißt 15 Sekunden Wadeldehnen pro Haxen. Brauchst nichts Zeit verschwenden. Nächste Übung, stehendes Wadelheben. Mit einer Langhantel oder mit einem Baum. Verwend nur Gewicht, sodass du nach 50 bis 70 Wiederholungen eingehst. Die nächste Pause ist die Zeit, die du brauchst, um mehr Gewicht aufzulegen. 50% mehr Gewicht, 50% mehr Spaß. Wenn du fertig bist, 20 Schritte auf die Zehenspitzen. Noch ein Satz mit Hanteln oder Scheiben. Circa 100 Wiederholungen sollten reichen. Und dann Wadel schütteln und durchmassieren. Circa 30 Sekunden. Jetzt machen wir 300 Wiederholungen ohne Gewicht. Und dann sitze ich auf den halben Minuten. Letzte Übung. Mal schauen, wie oft du jetzt auf einem Fuß hupfen kannst und dann auf den anderen. 50 bis 200 Sprünge. Mach das einmal pro Woche und zusätzlich laufen und Schnurspringen ist kein Problem. Und der Eiweiß ist auch wichtig. Fleisch, Shakes oder Milch. Machst du hier und besorgt der Kur. Mein Gott, was sind das jetzt für Viecher? Ich glaube, heute werden wir Fleisch essen.